Nee, Freunde, also so wirklich zufrieden bin ich mit der Aufnahmequalität an sich noch nicht, ne, woran auch immer das liegen mag. Sei mal dahingestellt. Ja, weil ich würde mal sagen, da ist irgendeine Mod im Arsch. Gut, ich rühre die Dinger lieber erstmal nicht an, man weiß ja nie. So, dann wollte ich mir mal eben ein paar Sachen anschauen. Und zwar gehen wir mal hier den ordentlichen Weg. Es gibt hier ziemlich ein Jobcenter. Und in diesem Jobcenter, hier erneut, da war das, ne? Hatte ich gesehen in der Aufnahme von SICK-D, da hat er das gebaut. Mit seinem Bruder zusammen, der hatte hier irgendwie den Wald kaputt gemacht und währenddessen hat SICK-D das Jobcenter gebaut. Ah, mein Megaprojekt mache ich. Ich gucke mal, was haben wir denn hier überhaupt? Kenne ich nicht, keine Ahnung. Ist neu, ne? Bergarbeiter. Baumeister für Firmen und Sondergebäude. Straßenwegenbau. Förster und Waldpflege. Ja, Herr Förster, dann walten Sie mal Ihres Amtes. Und Baumeister für Wohnen. Das kann ich nicht. Ich bin ganz schlecht in solchen Projekten irgendwie was anzunehmen. Aber das Megaprojekt hier hinten. Ah, ich muss mich mal ganz kurz räuspern, etwas lauter. So, ich glaube, jetzt habe ich es kaputt gemacht. ja, ich spreche gerade so ein bisschen ruhiger, ein bisschen leiser. Hat ganz einfach den Grund, dass es 2:32 Uhr in der Nacht ist und ich die Nachbarn jetzt so ungern wecken würde. Warum nehme ich denn jetzt erst auf? Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist ganz einfach. Ich hätte vorher keine Lust gehabt. Aber gut. So ein bisschen ruhiger zu spielen hat auch ein bisschen den Vorteil, ja, dass das Ganze mal wieder ein bisschen ruhiger ist, wie meine früheren Let's Plays. Ich habe nämlich neulich spaßeshalber, doch nicht. Ich habe neulich spaßeshalber einfach mal irgendwie eins von meinen älteren Videos zufälligerweise geguckt. Da warte ich immer ganz gern erstmal ein bisschen ab, dass Was die ist so ein denn bisschen die hier? Gegner schon mal klein machen und Und ich so ein da bisschen habe ich gar durchfliegen nichts von kann. gemerkt. Gut, obwohl es ein Action-Spiel war, war ich auch ein bisschen ruhiger. Und bin ja nun generell nicht so der so richtig viel erzählt und große Witze macht. Da gibt es ganz andere YouTuber, die sind wesentlich schlimmer. No, 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 Weiter! no, Weiter! Und nein, von daher dachte ich mir, gehen wir die Sachen mal ein bisschen ruhiger an. Aber jetzt will ich hier doch mal reinkommen irgendwie. Gibt es hier keinen Haupteingang oder sowas? Irgendwie. Ups. Irgendwie noch nicht, anscheinend. Das könnte doch hier mal ein Haupteingang sein. Andererseits ist es eh nur Cobblestone. Ich hoffe, da ist mir jetzt keiner böse, dass ich mich hier mal reinbaue. Ich setze es ja auch wieder hin, so ist es ja auch nicht. Ich habe übrigens ganz viel Zeug im Inventar. Warum habe ich ganz viel Zeug im Inventar? Naja, gut. Ihr seht genauso viel wie ich gerade. Oh, da oben. Da oben geht's nach oben. Das heißt, ich mache hier unten. Da ist ein Geist. Sterb mal eben, danke. Ich mache hier unten einmal wieder zu. Tut mir leid, dass ihr gerade gar nichts seht. Und schon sind wir drin. Das ist wahrscheinlich noch unter der Arena. Aber hier sieht es so aus, als wenn hier so eine Treppe wäre. Ich würde sagen, hier baue ich mich mal hoch. Guck mal, da kann man reingucken. Ja, Geist, wie geht's dir? Du kannst mir sowieso nichts tun. Geh mal weg. Danke. Aha. Guck mal, von oben ist sie noch hohl. Wie gehe ich denn jetzt hier am besten ran und dass es auffällt, kommt ganz egal, hat eh jeder gesehen, dass ich drin bin. So.
Mit Cobblestone machen wir das Ganze mal wieder zu. So, und dann sind wir in der Arena. Ziemlich groß, die Arena. Die ist doch bestimmt für 100 Leute ausgelegt. Guck mal, hier gehen wir erstmal nach oben. Oder auch nicht. So. Und dann... Na komm, na komm. So. Ja, also es ist schon... Schon groß, die Arena. So. Guck mal, was haben wir denn hier alles? Ah, so ein bisschen ruckelt's und kämpft's dann jetzt schon gerade, habe ich das Gefühl. Oh, guck mal, da hinten der Turm ist abgeschnitten. Oder nee, der war nur so, ne? Da würde ich eigentlich ganz gerne auch noch ein Häuschen hinbauen, also das mal ruhig so lassen. Da denke ich mir nochmal noch was aus. So, dann geht's ab. Vorsicht, einmal wieder runter. Einmal hier hier rüber. Dann habe ich nämlich noch was gesehen, was ich mir mal angucken wollte eben. Ja. Die fleißigen Zuschauer der anderen Let's Plays wissen wahrscheinlich, wo ich hin will. Ich weiß gerade nicht, wo ich hingehe. Hier wollte ich hin. Wollte ich hier hin? Ich bin gerade. Das war doch hier. Das ist hier noch. Gott, was wird hier denn noch gebaut? Ja, aber den Zugang zu Sky City, den habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Oder habe ich nicht mehr richtig in Erinnerung, wo der war? Der war doch hier beim Sigli Tower, oder nicht? Da oder hier drüben? Irgendwo ging es doch nach oben. Guck mal, so gut habe ich aufgepasst. Naja gut. Jetzt wird sich aufklären, wo das war. Ich hatte aber eigentlich was ganz anderes vorgehabt. Hier ist irgendwas nicht mehr so, wie es... Gut. Nehmen wir das mal so hin. Nämlich hier unten. Man kommt ja immer noch über diese provisorische Leiter runter. Und ich dachte mir, ich mache das Ganze mal ein bisschen bequemer und schöner hier runterzukommen, indem ich einfach mal gucke, dass wir hier irgendwo mal eine Treppe nach unten ansetzen. Die Treppe nach unten. Erstmal hier so ein bisschen Platz schaffen und dann mal schauen, wie man denn da am besten runterkommt. Ich würde das natürlich alles so natürlich wie möglich belassen hier. Aber erstmal muss alles weichen. Mit dem Werkzeug dauert das natürlich ewig. Na gut. Vielleicht sollte ich mir schnelleres Werkzeug machen. Irgendwas dabei für schnelleres? Ich habe natürlich auch nichts dabei für schnelleres Werkzeug. Aber ich werde mal eben... Sonst werden wir hier nie fertig. Ich werde mir mal eben schnelleres Werkzeug machen. Und bei der Gelegenheit kommen... Ich schmeiß mal ein bisschen Zeug weg. Wieso habe ich eigentlich diesen ganzen Stein im Inventar? Habe ich da irgendwas mitgemacht? Oder wollte ich da irgendwas mitmachen? Ich kann mich da gar nicht mehr dran erinnern, an die ganzen Sachen hier. Egal, wenn es irgendwas Wichtiges war, dann habe ich es jetzt vergessen und verdrängt. Ups. Ich hatte doch nicht 22 Schilder. Ist das mein Inventar überhaupt? Irgendwie bin ich verwirrt. Gut, falls das nicht mein Inventar sein sollte, tut mir das leid. Dann sind die Sachen jetzt weg. Ja, die brauche ich doch ehrlich gesagt auch nicht. Die. So. Aber mein Zeug ist noch da, okay. Naja, nicht, dass hier irgendjemand was klauen würde.
Hatte ich nicht, doch, Mesa hatte ich auch gehabt, ne, genau. Ich mache mir trotzdem mal Diamantzeug. Denke, das ist in Ordnung, wenn ich das mit Diamanten mache. So. Dann geht's einmal. Die stumme Anklage. Ja, die. Entweder ist die Mod hinüber oder das andere. Aber ich wollte hier auch nochmal. Guck mal hier die Seeschlange. Ich wollte gerade sagen Seeschnecke, aber das ist was anderes. Die Seeschlange von Kakaobohnenkraft. Ups. Ja schon. Ne, also. Schon kreativ. Kannst ja nichts gegen sagen. So. Ups. Bra. So. Nur doch immer ein bisschen schneller vorankommen. Wie schon gesagt, ne, erstmal muss ich hier mal einen Platz schaffen. All den Kram hier unten, mit dem, dass man reingucken kann, das wollte ich natürlich ja, irgendwie behalten. Das ist ja doch ganz cool. Aber dann haben wir zumindest einen vernünftigen Abstieg in das Lager. Alles möglichst offen halten hier. Ne, wie gesagt, die Röhre nach unten sollte sichtbar bleiben, das hier unten sollte sichtbar bleiben. Oder dass man hier nach ganz hinten reingehen kann. Ja, weiß ich noch nicht, ne? Aber ist ja nicht nur meins. Da sind auch natürlich gerne die anderen Kollegen damit angesprochen. Meine Idee wäre tatsächlich, dass wir das hier irgendwie zumachen. Nur, dass man hier bis hinten hingehen kann und hier gucken kann und hier vielleicht so ein Sichtfenster rein oder so. Aber das hat kein direkter Zugang, besteht nur durch irgendeine Tür oder sowas. Aber das müssen wir gleich mal gucken, wie das dann aussieht. Naja. So. Das kann ich wahrscheinlich eh gleich wieder hinbauen. So, und hier hinter muss man mal gucken, ob wir das auch ausleuchten. So, ups, an der. Da kommt man jetzt natürlich nicht mehr hoch. Dann brauchen wir. Jetzt habe ich den ganzen Cobblestone und so Gedöns natürlich weggeschmissen. Boden in der Plattenoptik. Das heißt, wir brauchen auch die Treppen in der Plattenoptik. 8 werden da natürlich nicht reichen. So. Ob das reicht, wird sich zeigen. Ich habe bei einem Zweifelsfall noch ein bisschen Cobblestone dabei. So, erstmal den Kram hier weg. Zack, 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 zack. Naja, gut. Oh, jetzt sehe ich gerade, hier oben in der Ecke. Da hatte ich ja immer das Overlay von Mumble gehabt. Ich habe Mumble zwar laufen, allerdings habe ich vergessen, das Overlay zu starten. Habe ich die Aufnahme gestartet? Ja. Ja, das Overlay läuft jetzt halt nicht. Man muss meinen Test eben mit dem Overlay-Befehl starten, sonst ja, lädt es halt ohne das Overlay. Das ist dann doof. Man sieht halt irgendwie nicht, wer da ist. Aber gut. Soll uns nicht weiter stören. Ich glaube, 2 breit ist in Ordnung. So. Ist das jetzt. Naja, gut, man kann es dann ja mittig machen. Ja. Wie gesagt, den Rand wollte ich eigentlich so freilassen, so ein bisschen. So, dann. Es ist nicht einfach, ne? Also man kann nicht einfach hier so hochgehen. Weil wie schon gesagt, ich wollte es halt leider, oder ich wollte es halt sehr in der Wand drin lassen, alles. Erstmal die Wolle wieder weg. Dann nochmal ein paar von den Steinchen hier. Ich glaube, das. Ach, ich hätte auch noch welche gehabt. Ich glaube, das reicht erstmal so. Zack und zack. Und dann hier nach oben, dass man hinter der Kaktusfarm dann irgendwo. Ah, es geht nach wie vor nicht richtig. Mit Shift ging das, ne? Genau. Dass man dann hinter der Kaktusfarm irgendwo rauskommt.
machen wir nämlich vorne den Eingang zu. Und hier unter von unten dann gegensetzen. So. Ja, die Ecke ist echt ein bisschen doof gewesen, als wir die gebaut haben hier. Na, ist egal. Wir gehen erstmal nach oben und hier dann raus. Das heißt, hier kommen Zeug. Hier kommen diese Steine rein und dann... So weit ist es auch nicht mehr. Ups, so weit ist es auch nicht mehr nach oben, ne? So viel Kaktus, wir nehmen da einfach dann ein bisschen was weg. Das wird dann, ach, der Kaktus blüht auch von unten, gut zu wissen. So. Dann haben wir nämlich immer noch so den Eingang im eigentlichen, tatsächlichen Bereich. Ne? Ja, man wird halt hier direkt rauskommen. Das müsste alles irgendwie versetzt werden. Das wäre halt auch sehr umständlich, dann runterzukommen, ne? Dafür sieht man halt hier den Kram. Nee, das mache ich nochmal anders. Da müssen wir gleich mal schauen. Einfach sagen, man kann dann hier reingehen und kann sich das dann angucken, wenn man sieht. Man sieht es dann halt nicht immer. Das ist ja dann auch nicht weiter schlimm. Man kann es eigentlich komplett zumachen, dann sieht man es halt gar nicht. Ich glaube, ich baue das tatsächlich von... Ach komm. Ich glaube, ich baue das tatsächlich von oben. Von oben quasi irgendwie runtergehen. Man muss mal gucken, dass wir hier in den Weg andocken vielleicht sogar. Hier nämlich, ich glaube, Kakteen haben wir hier auch genug. Und nämlich hier eine Erweiterung von dem Weg. Hat doch eine. So. So. Geht der Weg hier rum und hier rein. Das ist eine sehr kurze Abzweigung, aber es ist eine Abzweigung. Und dann geht es hier nämlich runter. An dem vorbei. Ja, erstmal hier wegmachen. Wir sind irgendwie von einem 3-breiten Weg auf eine 2-breite, auf einen 2-breiten Eingang kommen, ne? Machen das mal so. So, nun kommt hier nämlich Holz und dann hat man nämlich hier gleich seinen 2-breiten Eingang. Das ist auch ganz gut so. Das, ja, fast. Das heißt dann aber auch so. Und ja, setzen wir noch einen zweiten nach unten dran. Dann nehme ich hier gleich schon mal ein bisschen runter. Dann machen wir das mal hier. Na. Ups. Au. So. Ja. Freunde, die Frage ist jetzt links oder rechts runter. Auch der Eingang ist nicht so gut gewählt, ne? Wenn wir den hier hinsetzt, dann, ich glaube, das ist noch besser. Ja, dann muss die Kaktusfarm leider ein bisschen weichen. So. Erstmal ein bisschen Platz haben zum Bauen hier.
gehen wir nämlich hier hinten runter. So. Noch ein Vorteil von dem ruhigen Bauen ist tatsächlich, dass es wahrscheinlich diesmal nicht übersteuern wird. Hat alles Vor- und Nachteile, ne? So, dann machen wir nämlich hier wieder zu und dann geht das hier. Ja, hier geht das dann nämlich direkt runter. Zack, zack. Ja. Wird natürlich alles gleich noch wieder schön zugemacht hier, dass es nicht so ja, offen aussieht. Was ja irgendwie logisch klingt, wenn man es zumacht. Aber gut. So, dann gucken wir doch mal, ob ich den Kram hier setzen kann vernünftig. Zack, ja. Und ich würde ja sagen, wir gehen da noch einen runter. Ne? Oh, da haben wir nämlich gleich ein bisschen Raum geschaffen hier. Zack, zack. Jetzt komme ich natürlich nicht mehr hoch. Das geht auch von der Höhe her. Ach, ich habe jetzt die etwas schnellere. So, dann geht es nämlich hier gerade weiter. Und hier. Und da dann runter. Wie man dann nachher hier sich den Kram noch angucken kann, das ist dann natürlich die große Frage. Aber erstmal bauen wir den Kram hier mal runter. So. Und dann jetzt bin ich eigentlich ein zu weit, ne? Was habe ich denn da überhaupt für einen Fehler gemacht da oben? Mein Gott, bin ich doof. Ups. Dann geht es ja vielleicht doch auf. So. So. Gibt es hier auch Treppen aus Glas? Weil dann hätten wir das Problem mit dem Runtergucken können nicht. Nur andererseits wird es dann halt keine vernünftige Treppe sein hier. Das Ding. Ja, das muss dann halt weichen. Da gucken wir dann gleich mal, wie wir das machen. Ups. Und schon haben wir einen Abstieg. Ja, hier müssen wir schauen, dass wir das Ding versetzen so ein bisschen, aber es ist ja kein Problem. Das kann man ja machen, problemlos. Ich würde einfach sagen, wir gehen da mit dem ganzen Kram ein weiter nach hinten rein. Weiter. So. Das machen wir dann auch anders. Oh, da gibt es ja dann noch ein paar mehr Möglichkeiten, wie man das machen kann. Und vielleicht kann man das auch so bauen, dass man es dann halt hier in der Wand drin hat und eben nicht mehr sieht hier oben, sondern dass man dann eben unten den ganzen Technikrahmen hat. Aber erstmal das Ding. Ja, die Kiste setzen wir hier hin. Das Ding setzen wir dahinter. Nein, andersrum. Es gibt wohl auch noch so einen anderen, mit dem man das machen kann, ne? Dass man dann
irgendwie gar nichts da in die Kiste reintut, sondern dass man gleich alles irgendwie in diesem Injektor drin hat. Und wenn ich den richtig gedreht bekomme, dann kann man den auch zumindest erstmal wieder so nutzen. Ja, mit dem anderen, da weiß ich allerdings auch nicht, wie das geht. So, dann brauchen wir irgendwie den Antrieb und wir brauchen hier natürlich erstmal geht das dann jetzt überhaupt mit der Anzahl von Pipes? Upsa. Ich glaube ja nicht, ne? Wird wahrscheinlich genau eine fehlen. Die wäre dann nämlich hier. Aber das jetzt ja hier verlängern. Ja, siehst du? Ist nämlich genau eine zu wenig jetzt. Die Pipes, die gingen aus Plastik, ne? Oh, Plastik dabei. Plastik in den Dingern hier drin? Nein. Ja, Caps Lock ist wieder angegangen. Aber ich weiß ja, wie man Plastik machen kann. So. Einfach mal ein bisschen hiervon. Muss reichen. Ups. Vielen Dank für die Spende übrigens. Derbe teuer, 8 Blöcke Stahl, meine Güte. Und damit kann man so coole Formen machen. Schnieke. Aber erstmal muss was in den Ofen. Ach nee, erstmal muss ich. So. Das kommt in den Ofen. Zweimal muss es in den Ofen. Da gibt es dann so ein bisschen Zeug draus. Gott, ich hoffe, das reicht. Wahrscheinlich nicht, ne? Doch. Sehr gut. Nee, reicht nicht. Da gibt es weniger draus. Das heißt, ich muss nochmal zur Baumfarm. So, und übertreiben wir es dann gleich mal und dann sollte das auch reichen. Upsie. Ah, nee, erst zusammenbauen. Machen wir doch gleich ein paar mehr, was soll's. So. Dann den Ofen damit. Ne? Wisst ihr Bescheid? Ich gehe nochmal runter. Können wir nochmal gucken hier. Ah, so sieht's aus. Und auch alles schön ordentlich verkabelt. Nur immer 2 und 2 und 2 und 2 und hier und 2 und 2 und 2 und 2. Die gehen alle zusammen. Das wird alles zusammengeführt. Geht's einmal da rein. Hier drin wird es dann unten irgendwo vereint. Und bietet hier oben dann 2040 ja, Energiepunkte Ausgang. War auch nicht ganz günstig. So, das ist inzwischen gebrannt. Dann schmeißen wir es nämlich nochmal rein. Ja, und es kommt dann halt hier hoch und läuft halt hier unten einmal rum. Komplett. Hier oben rumlaufen lassen wir auch überhaupt gar kein Problem. Müsste dann halt dahinter laufen. Das wird genauso gehen. Vielleicht, wenn es irgendwann noch mehr Tools gibt oder noch mehr Werkzeuge gibt, die man dann nutzen kann. Dann, ja, kommen die hier oben mit dazu. Können wir den vielleicht dann auch mal austauschen gegen einen anderen. So, ups, hier. Sollte auf jeden Fall reichen für genügend Pipes. Ja, es hat ja gut geklappt. So. Ja, da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was, mit dem wir arbeiten können. Dann geht's nämlich einmal wieder runter. Upsi. So.
die Boote alle wieder kreuz und quer. Gleich mal wieder ordentlich machen, wa? So. Zack. Dafür habe ich es gebraucht. Man könnte natürlich das Ganze hier oben, dass es dann hier auch unter Glas läuft, machen. Ich glaube, das ist noch cooler. Ja, hier oben müssen wir sie eh irgendwie abschneiden nachher. Aber dann wollen wir nämlich sagen, hier. Was brauchen wir denn? Wir brauchen Glas davor. Ups. Das heißt, wir machen hier so. Dahinter, ich habe natürlich keins. Dahinter muss nämlich Glowglass. Ich mach mal eben ein bisschen was. So. Fackeln brauche ich auch. Na komm. Es ist gar nicht so einfach, so konzentriert leise zu sprechen. Trotzdem mal ein Schlückchen trinken. So, wie lange nehme ich denn schon auf? 33 Minuten. Na ja, gut. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Na komm. Mach's voll. Naja gut, 19 Glas. Und ich brauche ja letztendlich zweimal. Nur einmal brauche ich Super Glow Glass. Und einmal brauche ich halt normales Glas für davor. Das heißt, dahinter muss ich jetzt erstmal ordentlich Platz schaffen. Und zwar hier komplett. Und hier. Wie gesagt, hier oben ist dann eh so ein bisschen zu nachher. So, das sind die Außen. Das heißt, hier komplett. Dahinter auch. Und hier die beiden jeweils. So. Da kommt nämlich überall der glatte Stein rein, diese Steinfliesen. Ja, hier. Nämlich auch. Das sind dann zwar so Kleinigkeiten, so ganz kleine Details, aber diese ganz kleinen Details machen es dann letztendlich auch aus, ne? So, dann brauchen wir. Reicht wahrscheinlich sowieso nicht das Super Glow Glass. Ja. Wird wahrscheinlich nicht reichen. Upsal, was war das denn? Hochgeglitscht. Na gut. Andererseits doch. Na, hier oben ist dann sowieso zu nachher. Ah, doch, 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 das reicht. Allerdings habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Da wollte ich es nämlich gar nicht hinsetzen. Es muss nämlich ein weiter nach vorne. Hier hinten kommt dieser Stein hin. Ne? So. Davor kommt. Nee, Moment. Das mit dem Super Glow Glass hier war schon richtig. Hier kommt der Dingsstein rein. So. Super Glow Glass. Da fuhr die Pa-
Type. Ordentlich verbinden. Na komm. So. Na, dann geht es nämlich hier einmal kurz um die Ecke und dann runter. Und davor kommt dann das Glas. Wahrscheinlich unnötig, aber mindestens hier sollte dann Glas sein. Und zwar bis hier vielleicht. Ach, guck mal, dann reicht es ja doch wunderbar mit dem Glas, ne? Kann man nämlich hier schön so eine Ansicht, hier kann man dann auch noch irgendwas zumachen. Und hier unten, ja, gut. Ne, guck mal hier, hier verschwindet das dann nämlich einfach unter der Treppe durch. Dann machen wir hier irgendwie einen Eingang rein noch, nur dass man hier dann reingehen kann. Was ja der Sinn eines Eingangs ist. Nur, da ist dann hier direkt unter der Treppe so ein Eingang. Und dann kann man dann eventuell auch hier so mit Glas, dass man hier dann drauf rumlaufen kann. Das darf dann aber jemand anderes bauen. Ich mache erstmal hier alles mit Kacheln zu. Ich sag da mal irgendwie Kacheln oder Gehwegplatten oder sowas zu den Steinen hier. So. Gut, dann wird das von hier genauso. Dahinter war jetzt schon, ne? Genau so. Ab und an mal so ein bisschen quietschen hört. Das ist mein Sitzball, auf dem ich es mir bequem gemacht habe heute mal. Gut, dann das Ding auch noch weg und dann würde ich sagen, und mich hier mal schön zu. Ups. So. Ja. So, hier ist dann auch zu. Das ist ein sehr gekachelter Zugang. So. Ich wollte gerade sagen, ich kann Cobblestone. Geht doch ganz schön was drauf von den Steinen, ne? Eigentlich müsste hier ja auch zu, ne? Natürlich auch alles ein bisschen größer lassen hier, ne? Hier so ein bisschen so ein größeren Eingangsbereich, ne? Gut, hier müssten dann die anderen Steine dran. Aber dann haben wir so diese Eingangswand ist dann zumindest komplett einheitlich gehalten in den Kachelstein. So. Alles schön zu bauen hier. Ja. Wie gesagt, ne? Hier müsste der andere Stein rein, dass man den von vorne nicht so deutlich sieht. Jetzt habe ich den ganzen Stein vorhin ja weggeschmissen. Ne? Vielleicht haben wir hier welchen drin inzwischen. Plastik? Ach, guck mal, hier wäre auch Plastik gewesen. Mehr als genug. Holz, Cobblestone, gebrannter Stein. Ach, sieh mal einer an. Das reicht doch genau für ganz wenig nur. Aber so viel brauche ich auch gar nicht. Nämlich
nicht hier, hier, hier und hier. So. Ne? Dann ist hier nämlich schön Eingangskram, Wand, Decke und so. Na. Und dahinter fängt dann das Normale an. Ja, hier Decke müssen wir mal gucken, ne? Das könnten wir ja dann so machen wie hier die Decke. Na, mit dem Streifenmuster, dass es einheitlich ist. Und dann haben wir hier zumindest einen kleinen Zugang, der halbwegs vernünftig aussieht, hoffentlich. Na, wir müssen mal gucken, wie wir das gleich machen. So, das mit dem Wir und Du, das entscheide ich übrigens je nach Lust und Laune, habe ich beschlossen. So, gut. Also, hier muss nämlich auch noch zu. Kleinen Eingangsbereich. Hier kommt dann nämlich wieder natürlich dann zu, so halbwegs natürlich zumindest. So viel natürlich habe ich ja nicht mehr da. So. Zack, zack. Da fällt mir ein, die Elektrik muss da noch rein, sonst funktioniert das ganze Ding nämlich nicht. Mesekons. Ich hoffe, das funktioniert auch unten, das Teil. Ja, funktioniert. Ups, dann. Guck, da läuft's. Geht dann unten um die Ecke. Läuft dann hier weiter. Bei der Gelegenheit mal kurz ein bisschen Futter suchen. Da wird es dann verteilt. Da geht's nicht. Da geht's nicht, hier geht's rein. Zack. Oh, und dann ist die Kiste nämlich voll und dann verschwindet das Ding dann einfach oder ploppt das dann raus? Na, es ploppt raus. Also wenn die Kiste voll ist, ploppt es einfach raus. Gut, aber brauche ich wahrscheinlich sowieso noch und es funktioniert soweit. Dann muss man hier mal eben. Machen. Doch, so reicht das, glaube ich, von, ne? Vielleicht ein weniger und dann ganz oldschool mal ohne schrägen, sondern einfach nur mit einer umgedrehten Treppe, so wie früher. Hat doch auch mal wieder was, ne? Gut, das heißt aber, da kann man nämlich hier jetzt den Kram auch noch eben auffüllen. Zumindest so weit, dass mein Gewissen beruhigt ist. So. Dann muss ich hier nämlich wieder mit Sand zu. Und da muss Holz dann rein. Holz habe ich natürlich noch richtig viel. War hier unten nicht schon eine Holzkiste gewesen? Holzplanken, Normalholz, da, guck. Oh. Fusch am Bau, so geht das natürlich nicht. Gut, dann. Kann das hier weg? Dann
Hier, Eingangsbereich müssen wir gleich mal gucken. Aber wir können hier mit Sand zumindest mal wieder aufreihen. Na, hier müsste ja eigentlich die Säge hin, ne? Säge, Säge. Aber vorher ging das nicht so irgendwie. Nein. Ach so, nee, das sind die nicht, ne? Ja, wie habe ich das denn jetzt gerade gemacht? Doch, das sind die. Na, die Säge sollte dann auch richtig stehen. So. Ja, so. Und so. Caps Lock aus. Ah ne, es ging ja immer noch nicht, ne, obwohl es eigentlich inzwischen gehen sollte. Dann muss Sortierkiste als Information reichen. So, eine Säge. Ritsch. Ratsch. Finger ab. So. Dann hat alles wieder seine Ordnung. Dann kommt hier. Ne, hier müsst ihr wieder Sand hin jetzt, ne? Kommt nämlich hier Sand wieder hin. Ach, schade. Gibt es nicht irgendwie so Magic Sand, der in der Luft schweben bleibt? Schwebt der auf Dings? Auch nicht. Das ist dezent doof. Müsste ja alles wieder ordentlich mit Sand hier zugemacht werden, ne? Ja, wäre ja auch zu einfach gewesen. Wir machen das einfach mit Erde. Ja, irgendwo hört ja der Sand dann auch mal auf. So. Und das hier geht ja schon mal gar nicht, ne? So. Komm, ist egal, wir machen jetzt hier mit Erde dann den Teil fertig und dann passt das soweit. Ja, guck. So schlimm ist es dann auch nicht, oder? Wenn wir dann hier noch so ein bisschen wegmachen, dann fällt das gar nicht mehr auf, dass es eigentlich anders ist. Ja, nur noch Erde haben. Haben wir nicht auch eine Erdekiste? Stein, Cobblestone, Holzplanken, Plastik, Kohle, Stöcker. Ja, gut, keine Erdekiste. Aber Dreck von Wooden haben wir ja hier gehabt. Wir hätten noch hier mal eine Dreck vom Bodenkiste. Oder ist die einfach nur in einer anderen Kiste jetzt gelandet, die noch unbeschriftet ist? Da ist Dreck von Boden. Guck mal einer an. So. Wir müssen nämlich hier
die natürliche Ordnung wiederherstellen. So. Ja, komm. So, und zwar müssen wir hier einen Eingang hinbauen. Einen Eingang, der halbwegs vernünftig aussieht. Da würde ich sagen, ganz spontan. Wir nehmen. Oh, ich habe eine Idee. Diese hier. Und diese hier. Und da ich keinen Schraubendreher dabei habe, wird das wahrscheinlich sowieso nichts. Aber, na, siehst du, ist nämlich nicht so, wie ich es haben wollte. Das ist auch erstmal nicht weiter schlimm, denn ich könnte natürlich eben kurz, wo ich gerade hier unten bin, ein ganzes Stück Kohle für ein Stück Eisen verschwenden. So, dann. Da haben wir nämlich unseren Schraubendreher. Den ganzen Kram müssen wir nämlich jetzt einmal irgendwie ein bisschen. Irgendwie. So, geht doch. Fast. So. Und das andere Ding nämlich hier drauf. So, der muss dann auch wieder ein bisschen Schraubendreher-Magic machen. So, was war zweimal, dreimal und dann einmal drehen. Gut. Na, ihr seht, wo die Reise hingeht. Schon haben wir so ein bisschen. Ups. Ein bisschen nicht so ganz geraden, glatten, langweiligen Eingang. Das ganze Spielchen müssen wir nochmal treiben, weil wir da noch eine höher müssen. Ups, nee, aber nicht ganz hoch, sondern nur ein bisschen. Die gibt es nicht in kürzer, ne? Gut, ich hätte natürlich noch einen reinschmeißen können. So. Da müsste jetzt hier oben ja eigentlich noch zu, ne? Mit den. Ich mach dann doch noch mal welche. Zwei brauchen wir. Ach, weil da jetzt einer mehr von den Dingern drin ist, ne? So. Hier und hier und da. Ja, hat gut geklappt. Sehr schön. Schraubendreher-Action. At its best. Damit das dann hier oben. Obwohl, eigentlich kann man es auch so lassen, ne? So schlimm ist das nun auch nicht. Man kann ja hier gucken, dass wir hier noch einen an die. Gibt es die eigentlich auch mit an der Seite? Muss ich dann doch kurz mal schauen. Ist das, was ich meine? Hier so ein irgendwie mit einer, noch einer abgeschrägten Kante, ne? Sowas hier? Ich glaube, sowas meine ich, ne? Wir machen da einfach mal zwei von. Und dann können wir uns die ja mal anschauen. Kostet ja nix. Nee, sowas meine ich nicht. Schade. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Das heißt, wir machen hier wieder das Ding davor. Was war das? Da. Nein. Nein, nein, nein. So.
Wir lassen es einfach so. Ich glaube, das ist okay. Da muss man nämlich hier unten natürlich nochmal gucken, dass das hier auch nach unten hin hier zumindest abgeschrägt wird. Ups. Ja, die schmeiße ich wahrscheinlich gleich mal in den Müll. Schon wieder die langsame. Dann müssen wir nach unten. Machen wir das da genauso wie hier oben. Mit den abgeschrägten. Können wir eigentlich auch die kleineren abgeschrägten nehmen. Es gibt ja noch die etwas flacheren, diese hier. Zwei Stück erstmal, genau. Jetzt ist der Schraubendreher weg. Das ist ärgerlich. Wenn man die von außen dran setzt. Ah, doch geht. Ist natürlich doof, dass ich mir jetzt einen neuen Schraubendreher machen muss. Der verschwindet halt einfach in der Säge, wenn man nicht aufpasst. Das heißt, diese hier. Vielleicht kriege ich es auch richtig gesetzt, man weiß es nicht. Ja, guck mal einer an. Wie gewollt, wie gewollt. Zack, zack. Zack, zack. Doch, so, ne? Ja, das ist doch mal... Sieht ein bisschen wie so ein Bunkereingang aus, ne? Doch, nee, guck mal, das ist doch in Ordnung. Das kann man, glaube ich, so anbieten, den Eingang. Ah, der müsste hier eigentlich weiter runtergehen und hier dann schon abgeschrägt runtergehen. Aber hier unten ist ja mehr Oldschool. Egal. Der Eingang steht soweit. Ich glaube, das ist in Ordnung so. Der Rest... Ja, wie gesagt, also Skyland habe ich jetzt... Entweder nicht gefunden oder es ist wieder weg. Jedenfalls. Ja, komm. Was soll's, ist egal. Jedenfalls bleibt das so. Beziehungsweise ist so jetzt erstmal in Ordnung. Denke ich mal. Wenn es jemand ändern möchte, gerne. Vielleicht das Ganze noch einen weiter nach vorne ziehen. Und dann hier hinten irgendwas anderes machen. Oder was auch immer. Und ich werde mal eben kurz die Kakteen wieder gerade rücken. Wie ist denn das hier gewesen? War das so? Das war immer zwei mit Lücke. Das heißt hier und hier und hier und hier. So. Also. Lager. Eingang steht soweit. Man kommt hier sauber runter. Hier unten muss man halt schauen, was man da macht. Da kann man eine Tür reinsetzen und dann ist es gut, würde ich sagen. Machen wir das doch mal eben. Die muss man doch eh wieder von innen setzen, ne? Nein. Ich verstehe es nicht. Egal. Ja, hier muss man halt schauen, wie es weitergeht. Das... ist soweit schön. Gut, also dann mache ich mal eben noch die Boote ordentlich. Ups. Ja, genau, mit der Schaufel nimmt man die am besten. So, so, so. Guck, und schon ist wieder schön. Dann gehe ich mal einmal ohne Homebefehl nach oben. Und dann habe ich, glaube ich, alles soweit angeguckt, was ich angucken wollte. Ich müsste mal irgendwann meine Bude weiterbauen und fertig bauen und hier mal einen Fernseher oder so reinsetzen, hier gegenüber dann ein Sofa oder so mal schauen. Ich habe übrigens immer noch kein Schlafzimmer, ne? Ich wollte das, glaube ich, hier oben machen. Gut, hier muss auch noch weitergemacht werden. Ich meine, hier oben... Ja, ich habe schon eine Idee, wie ich das mache, aber nicht mehr heute, sondern
bei einer nächsten Folge. Wenn die Folge hier online ist, bin ich wahrscheinlich in der Firma beim Arbeiten oder beim Schlafen, je nachdem. Und ja, was soll's, komm, drauf hier Schisse. Jetzt ist 3:30. Um 4 müsste ich sowieso aufstehen. Also von daher passt das ganz gut. Ja, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns nächste Woche. Tschüss.